Hallo und herzlich willkommen zu dieser sehr schönen Radtour im Grenzgebiet hier zwischen Deutschland und den Niederlanden. Gestartet wird hier in Elmt, geht über Schwalmen an der Maas entlang Richtung Norden nach Kessel mit der Fähre rüberfahren. Und dann geht es zurück durch den Brachter Wald nach Brüggen, wo es leckeren Pfannkuchen gibt. So, hier ist aber unser Startparkplatz. Der ist ganz in der Nähe von der A52. Also wenn ihr das anfahren möchtet, hier den Parkplatz bei Elmt, das ist auch die Ausfahrt von der A52, wenn ihr über Mönchengladbach kommt. Hier nochmal die Karte. Auf dem Parkplatz kann man schön sehen, wo es lang geht. Ja, wie gesagt, die Autobahnausfahrt von der A52 von Mönchengladbach auskommend in Richtung Röhrmond dürfte ja vielen bekannt sein, Richtung Outlet Center. Wie gesagt, das ist dann die letzte Ausfahrtmöglichkeit auf der deutschen Seite. Ja, ihr seht hier, wir sind hier schon im Wald von Elmter Schwalmbruch, so nennt sich das hier. Ist auch ein bisschen feinkörniger Schotterradweg, aber ist gut zu fahren. Ja, hier auch ein bisschen romantisch. Vorhin übrigens auch schon die Blüte der Heide schön zu sehen. Hatte ich ein Foto gemacht. Wer die Fotos übrigens gerne sehen möchte, der kann dann bitte den Link unter dem Video anklicken, wo dann steht Komoot, die Fahrtstrecke zum Nachradeln. Ja, hier ist dann auch noch die Herberge de Bos. Da kann man schön Kaffee trinken. Übrigens, das ist dann schon kurz hinter der Grenze. Das ist ein anderer Grenzübergang. Bei Schwalmen, da kann man dann auch schön parken und Kaffee trinken. Ja, ich habe dann hier in Schwalmen einen kleinen Schleichweg ausprobiert. Ja, wie ihr hört, war es auch ein bisschen beschwerlich, weil, ja gut, da waren natürlich Türchen. Ich nehme mal, ja, die quietschen auch recht schön. Ich finde ja so Wege eigentlich immer sehr spannend und... Mal gucken, ob wir hier die Kurve kriegen. Ja. Upp. Ja. Okay. Ich denke mal, das sind eigentlich mehr oder weniger Fußwege. Aber ein Verbotsschild jetzt speziell für Fahrräder habe ich jetzt auch nicht gesehen. Von daher, wurscht egal, also ausprobiert und lang gefahren, war leider aber nicht ganz so klug. Ja, hier sind wir dann auch schon in Schwalmen und ja, eigentlich heißt es ja Schwalmen. Ich weiß nicht, wie die Niederländer das aussprechen. Naja, dann fahren wir weiter bis zur nächsten Gelegenheit. Ist ein bisschen klein hier, da gibt es nicht so viel. Genau, das ist jetzt hier so ein bisschen der Markt, die Marktstraat. Ich nehme mal an, das ist auch hier der Marktplatz von Schwalmen gewesen. Dann geht es hier an der Schwalm entlang. Also auf der niederländischen Seite steht zwar in Google Maps auch Schwalm dran, aber das niederländische Städtchen heißt Schwalmen. Ja, hier links so komische, selbstgebaute, ja, was waren es? Schlösserchen, Gebäudechen. Automatisch an und aus. Oh, Vorsicht, jetzt müssen wir hier über ein Brückchen. Ja, jetzt kommt wieder ein kleines Brückchen. Ups. Ihr seht, das ist alles so ein bisschen romantisch. Ja, hier die Schwalme. Aus Schwalmen. Genau, nicht Schwalme, die Schwalm. Ja, und hier links ist dann auch so eine Art Gebrauchtmarkthandel mit, glaube ich, Kaffee. Also wer gerne eine Pause einlegen möchte, kann das dann hier ganz gut machen. Ja, wir sind jetzt, wie gesagt, schon auf der niederländischen Seite. Schlagen uns jetzt so ein bisschen durch hier, parallel zur Maas. Richtung Norden, Richtung Besel und dann kommt ja kurz vor Reuwer,
so heißt das hier auf der niederländischen Seite. Da gibt es dann die Fähre nach Kessel. Die wollen wir dann gerne erreichen. Ihr seht, wir sind hier so ein bisschen unterwegs. Querfeld ein. Ja, gut, das ist jetzt natürlich an heißen Tagen oder sehr sonnigen Tagen. Ihr seht, das ist relativ offen. Ein bisschen nicht ganz so, also für hartgesottene Sonnenanbeter ist das sicher eine schöne Sache. Also ich fand es an dem Sonntag, das war glaube ich der 7. August, genau, fand ich es eigentlich recht schön. Ja, hier eine typische Windmühle. Windmühlen dürfen natürlich nicht fehlen, finde ich. Und ja, hier kam jetzt allerdings leider eine Baustelle. Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, wo das war. Das muss jetzt hier so bei Besel sein. Aber da wird jetzt auch der Radweg wunderschön neu gemacht. Genau, jetzt gelangen wir hier jetzt auf die Straße, die direkt zum Fähranleger führt. Ja, hier geht es jetzt rüber auf die andere Seite nach Besel. Quatsch, Besel, natürlich nach Kessel. Hier rechts übrigens ein schönes Ausflugslokal. Ich weiß jetzt gar nicht, irgendwas mit Rosen, Dingsbums hieß das. Müsste ich jetzt nochmal kurz nachgucken. Ich guck mal. Ja, bei uns kostet eins mit zwei Kugeln 2,40. Wären 4,80 €. Ja, das Eis, ja, fahren wir mal dahin. Also zwei... Ach, hier, die haben hier nach hinten raus. Aha, das ist ja schön. Ja, eine sehr schöne Terrasse zum Sitzen. Hätten wir das gewusst, hätten wir uns vielleicht auch dahin mal noch hingesetzt. Ja, wie gesagt, das Eis, wir haben da noch mal so ein bisschen über die Eispreise sinniert, als wir da gesessen haben. Ich glaube, über 5 € irgendwas haben wir da bezahlt. Also nicht gerade ein Schnäppchen, was jetzt die Eispreise hier nochmal durch Kessel. Einige Lokale. Da links war übrigens eine Burg, die für Veranstaltungen. Ja, hier ist jetzt nochmal. Genau, da blüht der Oleander. Und da wird, wie gesagt, nochmal kurz dieses Lokal in Kessel. Genau, das heißt Edhus de Rosentuin. De Rosentuin geschrieben. Ich nehme mal an, ausgesprochen. Edhus de Rosentuin. Ja, wir fahren jetzt nach dem leckeren Eis auch schon wieder zurück, weil das Örtchen Kessel jetzt nicht so, ich habe mir da so ein bisschen mehr von erwartet, jetzt von der Burg, die da anzuschauen war. Leider habe ich die jetzt mit der Fahrradkamera jetzt nicht so eingefangen. Irgendwie ist das da ein bisschen schwierig gewesen. Naja, ja, wie gesagt, das war das Kastell de Kevenberg. Restaurierte Burg für Veranstaltungen. Ja, sah auch irgendwie sehr kommerziell aus. Ja, gerade habt ihr gesehen, auf dem Rückweg schon der nächste Schleichweg, wo dann auch ein paar Ponys oder Pferdchen waren. Also es gibt unterwegs immer mal wieder ganz interessante Sachen zu sehen, so ist das nicht. Ja, gut, jetzt hier natürlich die Überquerung der Bahntrasse. Also das Problem ist natürlich hier auch so ein bisschen, wenn man an die Maas aus dem deutschen Grenzgebiet zur Maas hinkommen will. Die Niederländer haben da die Nord-Süd-Verbindung, die A73, gebaut. Das ist jetzt hier gerade vor uns.
Und ich habe da geguckt, dass ich irgendwie eine schöne Rundtour zusammengestellt bekomme mit, sag ich mal, Autobahnquerungen, die jetzt nicht so hauptstraßenmäßig sind. Also ich habe da, wie gesagt, zwei gefunden. Einmal da, wie gesagt, vorhin da bei Svalmen, wo ich euch gesagt habe, wo da dieser Gebraucht Markthändler, das war so ein Bauernhof, keine Ahnung, bin da schon ein paar Mal vorbeigekommen. Ja, hier hätten wir jetzt rechts auch schon abbiegen können, um uns dann in den Diergatschen oder Karlbergsche Heide zu schlagen. Also das ist so ein großes Waldgebiet, was sich so ein bisschen von Nord nach Süden erstreckt. Was früher auch mal militärisch genutzt wurde, der Brachter Wald. Ja, hier ist jetzt der Weiße Stein, also wer jetzt noch so ein bisschen Verpflegung braucht, Kaffee und Kuchen. Also unterwegs sind hier einige gute Möglichkeiten. Ja, wir biegen jetzt hier am Weißen Stein rechts ab und durchqueren oder wollen jetzt den Brachter Wald durchqueren. Ihr seht, hier sind jetzt auch noch die Sperren. Warum die jetzt hier sind, ob das jetzt, es ist ein Naturschutzgebiet. Ich weiß nicht, warum man da jetzt diese Drehtore, also mit dem Fahrrad sind die sehr unhandlich zu durchqueren. Finde ich nicht ganz so schön, warum jetzt da so Drehtore. Weil es ein Naturschutzgebiet ist, ich weiß es nicht. Es gibt viele andere Naturschutzgebiete, da weiß man gar nicht, dass man in einem ist, ne? Weil da gibt es keine Drehtore. Aber gut, die haben hier eins, also aus der militärischen Zeit hat das nichts mit zu tun. Mit Sicherheit nicht, weil da hätte man bestimmt nicht Drehtore eingebaut, dass Privatpersonen militärisches Gelände durchqueren hätten können. Ja, da war das Ausgangstor. Wir sind also, wie gesagt, einmal grob von Westen nach Osten durch den Brachter Wald geradelt, weil wir das Ziel verfolgen, in Brüggen den Pannekuchenhaus, unseren Lieblingsblaubeerpfannekuchen, um diese Jahreszeit zu vertilgen. Ja, das ist so ein bisschen ein Highlight, ne? Also man muss sich ja immer irgendwie ein bisschen motivieren. So, also für uns ist so eine Radtour, wenn wir die zusammen radeln, meine Frau und ich, ist immer so ein bisschen so das Highlight. Irgendwo lecker Kaffee trinken, lecker Kuchen. Und hier in Brüggen, das ist auch so ein bisschen ein schönes Fußgängerzentrum. Gibt hier übrigens auch eine schöne Burg, also mit einem sehr schönen Burgteich. Ja, hier rechts jemand, der Don't Worry Be Happy singt, keine Ahnung. Hier ist dann auch unser Pfannkuchenparadies, so heißt eigentlich diese Gastronomie hier. Hier seht ihr unseren leckeren Pfannkuchen, Blaubeerpfannkuchen mit Eis und Sahne, volle Programm. Ja, natürlich haben wir uns zum Nachtisch dann trotz dem Eis, was schon auf dem Pfannkuchen war, hier noch ein leckeres Eis geholt. Also es war so ein richtige Eistour, Speiseeistour. Ja, hier sind wir auch an der Burg. Hier ist noch so ein Burgtor-Durchgang, wie man sieht. Und dann kommt man hier auch schon wieder schwubbeldiwupp an die Hauptstraße, wenn man das durchquert hat. Und und dann wollen wir hier auch schon wieder am südlichen Ortsausgang der Schwalm folgen. Die haben hier vor vielen Jahren einen sehr schönen Park angelegt. Das ist wirklich wunderschön, den zu durchfahren. Landschaftlich, wie ihr seht, erste Sahne.
der schlängelt sich auch so ein bisschen, ist so circa 2 Kilometer lang und dann kommt man eigentlich auch schon wieder an den Seen hier raus, Damensee etc. pp. Also man fährt hier mehr oder weniger immer so ein bisschen in Sichtweite von der Schwalm entlang. Ja, wir sind wie gesagt nach dem leckeren Blaubeerpfannkuchen dann auch jetzt auf dem Rückweg zu unserem Ausgangspunkt, unserem Parkplatz. Und genießen jetzt hier noch so ein bisschen die spätnachmittagliche Sonne. Ihr seht hier so ein bisschen die wunderschönen Eindrücke, die wir hier so genießen. Ja, hier ein schönes Brückchen über die Schwalm. Also es ist sehr, sehr schön. Kann ich euch wärmstens empfehlen, auch mal, wie gesagt, von Brüggen Richtung Schwalmen in die Niederlande runterzufahren, die Schwalm entlang. Kann ich euch nur empfehlen. Kann man sehr schön machen, übrigens, wenn es auch heiße Tage sind. Hier seht, hier ist immer schön beschattet und ja, und landschaftlich einfach toll anzusehen. Auch hier die Lichtspiele, da rechts, wie gesagt, noch ein Entwässerungsgraben. Ob das jetzt hier wieder die Schwalm ist, fragt mich nicht. Hier sind so viele Entwässerungssysteme und Bäche und Flüsschen. Da weiß man letztendlich nicht wirklich immer ganz genau, ob man nun jetzt gerade die Schwalm überquert hat oder nicht. Ja, wir verlassen jetzt hier das direkte Entlangfahren in dem Flüsschengebiet von der Schwalm und biegen dann so ein bisschen hier ab über den nächsten Parkplatz. Das ist hier, nennt sich Fennekotten. Das ist wohl, glaube ich, auch so eine Urlaubssiedlung mit, ich nehme mal an, dass da auch ja, Ferienhäuser zu mieten sind. Ja, hier, das sieht irgendwie aus, als wenn es eine Wohnsiedlungstoreinfahrt ist. Keine Ahnung, irgendwie ganz witzig. Hier ein bisschen Schleichweg und ja, hier geht's also wie gesagt immer schön schattig, mehr oder weniger durch Baumbestand. Was ich so schön finde hier ist eben nicht so wie im Bergischen, dass hier so viel Tannenbestand ist. Hier gibt es eben halt viel Laubbäume und von daher ist hier auch nicht so viel gefällt worden. So, wir sind jetzt auch schon wieder am unserem Parkplatz. Hier rechts ist unser Parkplatz, wo wir geparkt haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich über ein Abo sehr freuen. Kostet nichts, verpflichtet auch zu nichts. Und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.